Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Investment Traders. Heute möchte ich dir zeigen, wie du mit nur ein bisschen finanzieller Bildung enorm viel Geld sparen kannst und warum es eine unglaubliche Geschichte dazu gibt. Viel Spaß! Investment Traders. Dafür möchte ich hier dir aufzeigen, der Sparplan von einem Fonds versus einen ETF. Was ein ETF und ein Fonds ist, dazu gibt es bereits ein Video, das habe ich dir unten in der Infobox verlinkt. Also, bei einem Sparplan für einen Fonds nehmen wir an, die Sparplanausführung ist erstmal grundsätzlich kostenlos, ähnlich wie beim ETF, um einfach einen besseren Vergleich zu haben. Bei einem Fonds gibt es immer einen Ausgabeaufschlag. Was heißt das? Du musst also einen bestimmten prozentualen Anteil bezahlen, damit du die Fondsanteile erwerben kannst. Die liegen in der Regel so zwischen 3,5 und 5,5%. Wir nehmen hier 5% an. Dann TER, Total Expense Ratio. Das heißt, das ist die Gesamtkostenquote für diesen Fonds für ein Jahr. Die Fonds liegen meistens im Bereich zwischen 1,4 und 1,7%. Hier 1,45% angenommen. Wir möchten eine Sparsumme von einem Vorbesparen in der Höhe von 150 Euro angenommen. Die effektive Sparsumme, und hier kommt schon die erste Krux, ist nicht 150 Euro, sondern 142,50 Euro. Wie kommt es? Das ist ganz klar, diese 142,50 Euro sind, also oder diese 150 Euro abzüglich der 5% gibt eine effektive Sparsumme von 142,50 Euro. Dieser Ausgabeaufschlag musst du ja bezahlen. Dementsprechend reduziert sich deine effektive Sparsumme. Die Rendite per anno nehmen wir auch hier an 6,5%, der Durchschnitt des MSCI World ETFs. Im Gegensatz zum ETF haben wir hier einen Ausgabeaufschlag von 0%, standardmäßig. Total Expense Ratio liegt hier bei 0,19% für ein MSCI World. Die Sparsumme beträgt auch hier 150 Euro. Die effektive Sparsumme ist auch 150 Euro. Ja? Wir haben nämlich keinen Ausgabeaufschlag, der die Sparsumme reduziert. Rendite per anno angenommen auf 6,5%, um hier einen effektiven Vergleich zu haben. Und jetzt möchte ich dir zeigen, warum du nur ein bisschen finanzielle Bildung benötigst, um enorm viel Geld zu sparen. Ich habe hier mal vorgenommen, wie die Berechnung eines Fonds und ein ETF-Sparplan sich auf der Kostenseite auswirken kann. Im ersten Jahr sind die Sparplanraten von 142,50 Euro mal 12 Monate plus die 6,5% Rendite minus die Total Expense Ratio gibt eine Summe von 1795 circa. Das habe ich fortgeführt bis zum Jahr 4 und zum Jahr 20. Wie man hier sieht, mit einem kleinen Anteil, Sparanteil, kann man über 20 Jahre doch eine recht stattliche Summe erreichen. Jetzt blicken wir auf den ETF-Sparplan. Wir sehen auch hier 1913 zum Beispiel. Das heißt, wir haben hier effektiv mehr angespart. Warum? Weil wir keinen Ausgabeaufschlag haben und die Gesamtkostenquote im Jahr deutlich geringer ist. Das heißt, ein ETF-Sparplan bei gleichen Parametern mit der Rendite, nur auf der Kostenseite berücksichtigt, liefert im ersten Jahr schon 6,2% mehr, im zweiten 6,7%, im vierten 7,9% und im Jahr 20 16,4%. Warum ist es jetzt so wichtig zu wissen? Es ist ja schon mal gut, wenn sich jemand mit der Finanzmaterie beschäftigt. Der erste Ansprechpartner ist natürlich immer die Bank. Ist klar, man geht zur Bank, man geht zu einem Vermögensberater und sagt, okay, ich möchte Geld anlegen. Ich möchte, dass Geld für mich arbeitet, um eventuell später in Rente oder in 10, 20 Jahren einen gewissen Sparanteil zu haben. Ist ja sehr plausibel, ist ja auch sehr gut, wenn man diesen Schritt überhaupt schon mal gegangen ist. Das Problem ist, Vermögensberater oder Banken dürfen dir nur die Produkte verkaufen, denen sie unterstellt sind. Ja, zum Beispiel
der DWS, ein DWS-Fonds, ein Allianz-Fonds, sie werden dir keinen ETF empfehlen dürfen. Warum? Ist ja klar, sie verdienen an diesem Fonds. An einem ETF verdienen sie natürlich ja nichts. Und das hier, finde ich, ist schon sehr immens, dieser Unterschied. Im Vergleich zum Fonds versus einem ETF. In Summe hätte man hier knapp 6.000 Euro mehr erwirtschaftet, bei gleichen Parametern, nur weil die Kostenseite viel, viel günstiger ist. Und jetzt zur unglaublichen Geschichte. Mein Freund kam nämlich zu mir und sagte, Christian, meine Vermögensberaterin hat mich angerufen und gesagt, wir sollen doch jetzt die Fonds zum Besparen aussetzen, es würde sich nicht mehr rentieren. Bei mir sind gleich alle Alarmglocken angegangen. Einmal, es würde sich nicht mehr rentieren und das zweite Mal Vermögensberaterin. Ich habe schon gedacht, dass da so irgendwie was rauskommt. Habe ich zu ihm gesagt, schick mir doch gerne mal die WKN, ich gucke mir die zwei Fonds an und vergleiche sie. Was ich jetzt festgestellt habe, ist wirklich Wahnsinn. Denn zwar hat er sein Geld für sich arbeiten lassen, aber ihm wurden natürlich zwei Fonds empfohlen von der DWS zum Beispiel. Hier im Beispiel sind die DWS-Fonds in Rot und Blau gekennzeichnet und ein klassischer MSCI World ETF in Gelb. Er hat angefangen im Jahr 2018 diese Fonds zu besparen. Ich habe hier schematisch den Startpunkt von 2018 angenommen. Bis zum heutigen Datum hätte der MSCI World Index eine Rendite von 57% gemacht, während die zwei DWS-Fonds, der eine mit nur knapp 15% performt hat und der andere, sage und schreibe, um 24% ein Minus gemacht hätte. Das ist absoluter Wahnsinn. Das heißt, er hätte eigentlich ein Minus gemacht von ca. 10% seit 2018. Auf diese zwei Fonds hat enorm viel auf der Kostenseite gehabt, die seine Sparsumme effektiv reduziert hat. Hätte er einen klassischen MSCI World ETF genommen, hätte er deutlich besser performt. Und das sind auch die Gründe, warum es so wichtig ist, sich nur ein bisschen mit der finanziellen Bildung auseinanderzusetzen, dass ja dieser Fehler nicht passiert und du enorm viel Geld sparen kannst. Man muss sich nur mit dem Thema beschäftigen. Dafür gibt es Investment Traders.